Sehr geehrte Damen und Herren, liebe GVN-Mitglieder, wann endet eigentlich die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte bei uns in Niedersachsen? Nachdem Baden-Württemberg bereits vorgeprescht ist und die Lohnfortzahlung im Fall einer Quarantäne bereits ab dem 15. September eingestellt hat, hat der GVN diese Frage auch an unsere Sozialministerin, Frau Daniela Behrens, gestellt, die uns freundlicherweise sehr schnell geantwortet hat, dass das Land plant, ab dem 11. Oktober, also zusammen mit dem Auslaufen der kostenlosen Corona-Tests, die Entschädigung für Ungeimpfte, immerhin bis zu einem halben Monatsgehalt, einzustellen. Dass die Entschädigung für den Lohnausfall überhaupt gestrichen werden kann, ermöglicht eine Vorschrift im Infektionsschutzgesetz. Darin steht, dass der Anspruch auf Entschädigung dann entfällt, wenn eine öffentlich empfohlene Impfung möglich ist, der Betroffene sich also durch ausreichende Vorsorge hätte schützen und den Ausfall abwenden können. Weil mittlerweile seit mehreren Wochen Impfstoff sozusagen im Überfluss verfügbar ist, kann diese Bestimmung, die bislang zurückgehalten wurde, nun von den Ländern auch angewendet werden. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben natürlich weiterhin Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Geimpfte und Genesene. Bleibt die Frage, wie ein Arbeitgeber überhaupt feststellen kann, ob seine Mitarbeiter geimpft sind oder nicht. Die Antwort lautet, verweigert der Mitarbeiter beim Thema Impfstatus die Mitwirkung, soll die Entschädigungsleistung nicht gewährt werden. Mein Fazit: Die große Mehrheit der Länder will klare Kante fahren und die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte einstellen. Das Infektionsschutzgesetz macht diesen Zahlungsstopp möglich. Das ist politisch, aber auch rechtlich zu begrüßen. Denn wer sich die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, muss am Ende auch für die Folgen seiner Entscheidung persönlich einstehen. Wer nicht geimpft ist, deswegen in Quarantäne muss und daher seine Arbeit nicht machen kann, kann weder von der Allgemeinheit noch vom Arbeitgeber eine Weiterzahlung seiner Vergütung verlangen. Soweit für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie neugierig. Ihr Benjamin Sokolowitsch.